So, liebe Geschwister, als ich habe Bibel gelesen, da habe ich einen Vers gelesen, was hat mir, ist mir wirklich in den Augen geblieben. Und es wandelt sich um einen Vers in Matthäus 15, 12. Ihr könntet, aber ihr musstet nicht mit mir durch die Bibel jetzt gehen. Ich habe schon alles ausgedruckt, weil wir werden schon viel auch vorlesen. Weil ich möchte, dass auch das Text selber spricht zu uns, Gottes Wort. Und Matthäus 15, 12 sagt, da traten seine Jünger zu ihm und sprachen, so zu Jesus, weißt du auch, dass sie die Pharisäer ärgerten, dass sie das Wort hörten? So mit anderen Wörtern, die Jünger sind zu ihm gekommen und haben ihm gesagt, weißt du, Jesus, dass die Pharisäer sind beleidigt, damit, wo du hast gerade gepredigt, was du hast gerade gelehrt. Und das ist wirklich der Fall, wenn du hast deine Bibel gelesen, hoffentlich mehrmals als einmal. Und wenn du bist durch Matthäus, Markus, Lukas gegangen, Johannes, dann könntest du sehen wirklich, dass oft die Menschen waren beleidigt mit seinem Predigt und seine Lehre. So, und bevor wir anfangen, ich möchte noch Gottes Segen beten. So. Lieber Herr, im Himmel, danke dir für den heutigen Tag, dass wir haben heute alle geschafft, hier in die Gemeinde kommen, sicher, und bitte bring uns zurück nach Hause, auch sicher, bitte hilf unserem Bruder Nico in Polen, dass dort alles gut läuft, problemlos, schütze ihm und alle Geschwister dort, und erfülle mich mit der Heiligen Geist und meine Geschwister hier, sei mit uns und hilf uns verstehen deine Worte, und dass wir nehmen auch alle ein kleines Stück davon nach Hause mit uns, und dass wir können das auch in unser praktisches Leben bringen, dass wir lernen was von unserem Herrn Jesus Christus, und dass wir können das in Tat bringen. Und das bete ich, Vater, in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Und ich habe schon mit euch durchgegangen durch die falschen Lehrer und Lehren und auch diese große Metamorphose, so, dass wir sollen mehr ausschauen als Jesus Christus. Und ich habe euch auch durch Bibel geführt und ich habe euch auch gezeigt, dass eigentlich Bibel spricht nichts Gutes über uns. Alles über uns ist negativ. Das einzigste Positive ist Jesus Christus. Wer kann sich schon erinnern? Und deswegen habe ich gedacht, ja, dann nehmen wir das als heutige Lehrstunde. Wir werden schauen, so, wie hat Jesus Christus eigentlich gepredigt und gelehrt? Und eigentlich auf die andere Seite eher werden wir sehen, so, wie fanden das Menschen seine Predigt, seine Lehre? So. Und was ich konnte sehen, offensichtlich, so wie der Vers sagt, dass die haben sich geärgert, so, die haben sich beleidigt gefühlt. Beleidigt. Habt ihr das schon mal erfahren? Wenn ihr habt so gezeugt, beispielsweise als neugeborene Christen zu Katholiken oder zu Jehovas Zeugen, und wenn du triffst wirklich der richtige Vers aus Bibel, wie beleidigt die sich fühlen. Und vor ein paar Tagen zu mir sind wieder die Jehovas Zeugen gekommen, und interessant, immer zwei Frauen. Und natürlich, die versuchen mit mir was, und ich gebe ihnen, sag mal, zwei Schritte schon ein bisschen Zeit, dass die sich einspielen und wohlfühlen, und dann greife ich an mit Gottes Wort. Und das ist dann ein Moment, wo wirklich die bald werden beleidigt. Bald, wirklich. Speziell, wenn du liest 1. Timotheus 2, 12. Wer kann aufschlagen, kann das vorlesen. Und das ist das, was die hören gerne nicht, weil die sind zwei Frauen und die sind zu einem Mann gekommen. Und zu einem Mann, was vom Neugeboren ist und kennt seine Schrift. Und die waren beleidigt damit. Die waren beleidigt damit. Und ich preise dem Herrn, weil ich habe diese eigentlich Lehrstunde vom Herrn eigentlich vorbekommen. Und dann habe ich auch noch was gelernt, wenn du zeugst zu falschen Lehrern und wie du zeugst, so wie du lehrst und wie du predigst zu denen. Dann habe ich noch was gelernt. So, dann habe ich mehr Mut gehabt, so wie unser Jesus Christus. Und das, sein Mut werden wir heute auch sehen. So, es ist sehr faszinierend, welchen Mut unser Herr Jesus Christus hat gehabt. Amen. Dass er hat gar nicht gezittert, gar nicht, kein Schweißausbruch am Kopf. Unabhängig zu wem hat er gepredigt?
Ob das ist um Einzelperson gegangen oder die ganze Gruppe, jederzeit, unabhängig davon, ist das jetzt günstig oder ungünstig, überall, auch im Ausland. Ja, primär, Jesus ist geschickt zu Jerusalem, zu Juden. Amen, ist so. Aber er ist auch in Ausland gegangen. So, außerhalb Heimatgebiet. Und das ist auch passiert mit der großen Grund, werden wir auch sehen. Er hat gar keinen Schweißausbruch am Kopf gehabt, ob wird sich jemand beleidigt fühlen oder nicht. Er ist gekommen, er hat seine gepredigt, er hat seine gesagt, so wie der Herr Gott hat, sein Vater, unser Gott hat ihm geboten. Wie er vom Vater bekommen, so hat er gemacht. Ohne Zweifel, ohne Schweißausbruch. So sollen wir auch wie der Herr sein, keinen Kompromiss machen und das Wort Gottes auswaschen, nur weil jemand auf deiner Gegenseite steht da und du denkst vielleicht, das Person wird beleidigt, wenn jetzt hört, dass Gottes Wort so wie ist. Ich weiß schon, ich habe Bibel gelesen, wie oft habe ich Gottes Wort gelesen und es war so hart zum Schlucken. Weil ich weiß, Gott spricht zu mir in diesem Text. Es gibt nicht Stelle in Bibel, dass ich habe mich nicht selbst gefunden. Aber ich war nicht beleidigt, weil ich weiß schon, Gott spricht über mich. Warum soll ich beleidigt werden? Das ist die Wahrheit, das bin ich. Ich bin ein Sünder. Ich bin auf dem Weg auf die Hölle. Ich brauche Jesus Christus, ich brauche seine Blut. Aber heute sind Menschen sehr sensitiv geworden. Aber nichts hat sich eigentlich geändert durch die ganze Geschichte. Seit Jesus hat gepredigt und gelehrt, heute ist dasselbe. Heute ist dasselbe, auch wenn du predigst und du lehrst oder zeugst zu Einzelpersonen oder zu die Gruppe, nichts hat sich geändert. Es wird sich immer jemand befinden, wer wird sich beleidigt fühlen. Und es wird immer jemand geben, wer wird dich gerne zuhören. Das war genau in Jesu Fall auch, wenn er hat gepredigt und gelehrt. Viele wollten beibleiben, hören und waren froh, dass die haben sein Predigt gehört. Und natürlich, es gab viele, was haben sich beleidigt gefühlt und die sind einfach weggegangen. Weil es geht nicht mit ihrer Glaube, mit ihren Traditionen, Aufsätze. Dann können wir auch lesen, Matthäus 15, Kapitel 1 bis 9. Wir können sehen, dass Jesus Christus jetzt tadelt, kritisiert und zurechtweist religiösen Führer ihre Traditionen und Gebote, ihre Aufsätze. So, nicht, dass er das macht in den Handschuhen sozusagen, weil er kümmert sich mehr um das, ob jemand wird jetzt beleidigt. Nein, er ist gekommen, Vaters Wille zu machen und er hat das gemacht. So. Wer war beleidigt, er hat gar nicht geschwitzt darüber. Gar nicht. Und das können wir sehen so. Er tadelt, kritisiert und zurechtweist solchen. Vers 1. Da kamen zu ihm die Schriftgelehrten. Das ist wirklich ein interessantes Wort, Schriftgelehrten. Auch so jeder Jehovas Zeuge, Katholik, die kommen zu dir und wenn du hast Diskussionen, die nennen sich auch so als Schriftgelehrten und denken, dass die kennen das Wort Gottes, obwohl die sind nicht vom Neugeboren. Wenn du bist nicht neugeboren, du hast Heiligen Geist nicht, du kannst nicht alles verstehen. Du kannst lernen, wie du willst, dein ganzes Leben, du wirst nichts wissen. Nichts. Warum? Weil der Herr Gott selbst hat ja nicht Augen aufgemacht, hat ja nicht offenbart. Und das ist offensichtlich. Offensichtlich. So, die Schriftgelehrten Pharisäer vor Jerusalem sprachen zu Jesus, ja, warum übertretet deine Jünger der Ältesten Aufsätze? Interessant. Sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Das ist, wenn ich habe das Vers gelesen, das hat mich gestochen ins Herz, genau, glaube ich, dass Jesus hat sich dasselbe gefühlt. Das ist mir genauso, wenn der Katholik kommt zu mir und sagt, Jesus Christus ist nicht Gott, er ist nur Gottes Sohn. Es gibt schon innere ein bisschen Wut auch, versteht ihr, was ich meine? So, wer hat gezeugt, wer hat gepredigt? Wenn du hörst solche, ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben? Es ist einfach, drittes Vers, schaut ihr dann, was Jesus dann macht auf diesen Satz. Sofort, so die stellen Frage zu Jesus und was macht Jesus? Er antwortet und sprach zu ihnen gleich. Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot und um eure Aufsätze willen? Er attackiert gleich das, was die machen, ihre Tradition. So Aufsätze, ich habe ein bisschen Studium gemacht, genauso Aufsätze ist eigentlich auch in dem Bedeutung
als Tradition. So. Und in der King James Bibel steht es eh Tradition. Er hat gleich ihre Tradition, ihre Aufsätze angegriffen, ohne Zweifel, ohne dass er hat gedacht, werden Sie jetzt beleidigt, wenn ich jetzt angreife Ihre Glaube oder Tradition, Aufsätze, Gebote? Nein, er hat schon gewusst, Gebote, er hat schon gewusst, Gottes Wille, und er ist deswegen gekommen, er hat es gemacht. Das ist für mich auch Mut, riesiger Mut, ohne Angst, ohne Zweifel, wirklich. Und das sind genauso die Pharisäer. In der Bibel sehe ich, wirklich kann man vergleichen so mit Katholiken, weil die bezeichnen sich selbst auch als Schriftgelehrte, aber die kennen das Gotteswort nicht. So waren die Pharisäer. Die waren nur mit den Lippen da, aber Herz war nirgendwo. Genauso sind die Katholiken, oder? Ich finde, weil die Katholiken haben auch Traditionen und irgendwelche persönlichen Gesetze. Es ist gar nicht in der Bibel. Und Gott hat geboten, sollst Vater und Mutter ehren. Wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehret, wer zum Vater oder Mutter spricht, es ist Gott gegeben. Was dir sollte von mir zu Nutz kommen, der tut wohl. Damit geschehe es, dass niemand hinfort seinen Vater oder seine Mutter ehrt. Und also habt ihr Gottes Gebote aufgehoben, um eurer Aufsätzen willen. Was haben die gemacht? Wenn die Eltern waren alt, so, die Kinder mussten sich um die Eltern kümmern. Was haben die gemacht? Diese Reichtum, was die haben im Leben erschafft, die haben irgendwelche kostbare, teure Geschenke gekauft und haben zum Priester gebracht. Und dann später natürlich, wenn die Eltern waren alt, dann haben die gesagt, ich kann mich nicht um meine Mama oder Papa kümmern, weil ich habe das Geld nicht. Und die Eltern sterben, was machen die Kinder dann? Die gehen wieder zurück zum Priester und dann kaufen das zurück und kriegen 80% Wert von davon, was die haben gekauft eigentlich für die Priester. Weil die haben dann eigene Tradition ausgemacht, dass die können dann Gottes Gebot irgendwie umgehen. Genau. Und Jesus Christus hat das gewusst und hat direkt das attackiert. Direkt im Kopf. Direkt ins Kopf ist gegangen. Und er hat ihnen dann so ein Beispiel gegeben, was die machen. Das machen wir eh schon selber, wenn wir predigen und wenn wir lehren. Und noch was, in Vers 7, ihr Heuchler, so, er hat harte Worte genutzt, ihr Heuchler, wohlfein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen. Nicht nur Heuchler, es gibt noch schlimmere und härtere Worte gesprochen. Dieses Volk hat naht sich zu mir mit seinem Munde und ehrt mich mit seinen Lippen. Aber ihr Herz ist fern von mir. Das klingt so katholisch. Hier in den ersten 7 Versen so viel Katholizismus. Dieses Volk naht sich, das habe ich schon gelesen, Entschuldigung. Aber vergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche Lehren, die nichts den Menschen Gebote sind. Genau wie Katholiken. So, ich weiß nicht, ich habe Bibel gelesen und ich kann nicht sehen und verstehen, wie kann jemand Bibel lesen und katholisch sein. So, wenn es was offenbart in Bibel, das ist, dass Gott ist nicht katholisch. Definitiv. Das ist klar wie 1:1. Und man sieht sofort, so dass Jesus angreift und er eingreift hart, direkt in den Kopf, so ohne Zweifel. Er greift gleich an. Ihre Gesetze, ihre Gebote, ihre Traditionen, ihre Glaube. So, er geht nicht rundherum, sondern direkt. Direkt. So sollen wir auch sein, so wie unsere Herr. Und das werden wir später sehen. Und Herr war wirklich mutig. Wisst ihr, er steht vor dem religiösen Führer, Sadduzäer, Pharisäer, Schriftgelehrten. Und die waren meistens viele dabei. Und er hatte keine Angst. Das können wir sehen in Johannes 18, 4 und 5 und Vers 12. Lese ich vor. Wie nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen. Wen sucht ihr? Es geht um die Geschichte, wo, wenn die Soldaten sie kommen, Jesus Christus zum Verhaften. Dann, sie antworten ihm, Jesus vom Nazareth. Und Jesus spricht zu ihnen. Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Jetzt lese ich 12. Vers, weil es sehr interessant. Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn.
So diese Schar und Oberhauptmann, römische Schar, hatte 300 bis 600 Soldaten. Versteht ihr, um was es geht? Dass nur zu einem Mann zu verhaften sie gekommen, 300 bis 600 Soldaten. Und die haben gesagt, wir suchen Jesus Christus aus Nazareth. Und unser Herr, ohne Angst, ohne Zweifel, direkt im Kopf, was hat er gesagt? Ich bin's. Ich bin's. Kein Zweifel, keine Angst. Das ist Mut. Und wenn ich habe was gelernt, beim Bibellesen, das ist, was der Herr liebt bei Männern, speziell und spezifisch. Mut. Nicht Feiglinge. Was kann man in Offenbarung 21,8 lesen? Feiglinge oder, hab's Bruder gefunden, Entschuldigung, den Verzagten aber und Ungläubigen, der Gräulichen und Totschlägern und Hürren und Zaubern und Abgöttischen und alle Lügner. So, wer führt die ganze Bande hier? Die Verzagten, die was haben Angst, Furcht, Feiglinge. Wenn Herr was mögt nicht, das sind die Feiglinge. Jemand, wer hat Angst. Zum Stehen und Stehenbleiben für das Recht und für das Gutes und für das Wort. Und dass wir wirklich können bei unserem Herrn sehen, dass er war mütig. Mütig. Sehr mütig. Bis zum Tod. Bis zum Tod. Bis zum Kreuze. Aber in 1. Korinther 16, 13, wachet, steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Was steht geschrieben? Sei stark. Steht es nicht, seid verzagt, seid Feigling, sondern seid stark, mütig, das heißt. So wie Jesus Christus. Sei stark. Sag das, was diese Menschen, zu wem du predigst oder zeugst, sag das, was die müssen hören. Dass ihre Glaube, ihre Lehre ist falsch. Dass sie nichts mehr als Lügner sind. Sag einfach, ohne Zweifel, du musst nicht schwitzen. Jesus Christus hat nirgendwo geschwitzt. Nicht ein Tropfen. Schwitz von seinem Kopf ist runtergefallen. Sehr interessant. Und das, was ihr liest in Matthäus, das könnt ihr finden in Markus, auch in Lukas, Johannes, dieselbe Geschichte. Dann findet ihr diese eine Geschichte, findet ihr dann in alle vier Evangelien. Und dann vergleicht ihr das. Dann werdet ihr ein bisschen mehr und bessere Bild bekommen, eigentlich, wie das war. So wie der Herr war. Der Herr war wirklich kein Feigling. Nein, absolut nicht. Und dann Matthäus 15, 12 zu 14. Da traten seine Jünger zu ihm und sprachen, weißt du auch, dass sie sich Pharisäer ärgerten, dass sie das Wort hörten. Es wird sich immer jemand beleidigt fühlen, es wird sich jemand immer ärgern, weil du predigst das Wort Gottes. Es wird sich immer jemand finden. Wer wird beleidigt? Wirklich. Aber du... Du stehst, bleib stehen und sei mutig. Bis zum Ende. Und der Herr wird mit dir bleiben. Wirklich. Wirklich. So, sie fühlten sich durch seine Lehre beleidigt. Aber er antwortete und sprach zu ihnen, alle Pflanzen, die meine himmlische Vater nicht pflanze, die werden ausgerottet. Lasset sie fahren. Was sagt Jesus Christus? Lasset sie fahren, lass sie losgehen, lass sie weggehen. Die, was wollen und werden, wollen hören Gottes Wort, die werden bleiben und hören Gottes Wort. Die, was werden weggehen, lass sie gehen. Jesus ist nicht nach dir gerannt und gesagt, bitte nicht, kommt ihr zurück. Na, lass sie gehen. Warum? Weil sie sind blinde Blindenleiter. Jesus hat solche Menschen genannt als Blinde. Er hat gar kein Problem damit, jemanden zu nennen, er ist blind. Er ist blind, Heuchler, wir werden noch zu den härteren Wörtern kommen. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, so fallen sie beide in Grübe. Matthäus 15, 21, 28, so, nicht dass er hat nur zu Männern, er ist auch zu Frauen gepredigt und gesprochen. Und hier geht es um eine Geschichte, um diese kananäische Weib. So, sie war Heide. Und diese Geschichte ist eigentlich selbsterklärend. Wir werden jetzt nur dieses Thema halten. Und Jesus ging aus von dannen und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. So, das war nicht jüdische
Gegend, das war mehr Syrische, das war mehr so die Ungläubige, das war mehr Heiden, paganisch. Und siehe, eine kananäische Weib kam und derselben Gegend und schrie ihm nach und sprach: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Lass sie doch von dir, denn sie schreit uns nach. Und er antwortete aber und sprach: Ich bin nicht gesandt, denn nur zu den verlorenen Schafen von dem Hause Israel. Und sie kam aber und fiel von ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Er nennt Menschen Hunden. Ungläubige Heiden, er nennt Hunde. Er hat zu wem gesagt? Eine Frau. Warum? Normalerweise die Frauen sind die, was sind viel mehr emotioneller als die Männer. Und wie gesagt, wenn du zeugst zu Jehovas Zeugen, meistens sind die Frauen. Und wenn du zitierst Schrift und triffst ihre Lehre und Glaube, die sind sofort beleidigt. Aber Jesus hat wirklich nicht, auch nicht in diesem Fall geschwitzt, ob diese Frau wird jetzt beleidigt, weil er hat sie eigentlich praktisch als Hund bezeichnet. In Kroatien, dass du sagst zu jemandem, du bist ein Hund, da wird es Schlägerei geben sofort. Ohne Zweifel, Leute, sage ich euch. Speziell samstags. Und sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hündlein von dem Brotsamenlein, die von ihrer Herren Tisch fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, deine Glaube ist groß. Die geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war gesund und derselbe Stunde. Das war eigentlich der Grund, warum diese Geschichte war eigentlich geschrieben. Weil Jesus hat gleich hier gesagt: Ich bin nicht gesandt zu Heiden, zu den Hunden, sondern zu den Kindern Gottes, die Israeliten. Er hat wirklich nicht Zweifel da und nicht nachgedacht, ob diese Frau wird jetzt beleidigt. Wird sie sich ärgern? Sie ist doch geblieben, hat trotzdem weitergehört. So, wer hat seine Bibel gelesen? Wie gesagt, hoffentlich mehrmals als einmal. Weiß genau, dass Jesus nie davor zurückschreckte oder Glaubenserrichtigung, religiöse Überzeugung öffentlich und kontinuierlich anzugreifen. Er hat kontinuierlich, öffentlich Glaubenserrichtungen und religiöse Überzeugungen angegriffen. In jedem sein Gespräch. Das könnt ihr deutlich sehen, wo er hat gepredigt und gelehrt. Und er hat wirklich nicht nachgedacht, wird sich jemand beleidigt fühlen oder nicht. Das ist klar, wie Tag und Nacht. Es kann nicht mehr klar sein. Und nicht nur Jesus Christus, unser Herr, sondern wer hat das nach Jesus gemacht? Paulus, seinen Jüngern. Und das machen wir heute. So, Jesus hat den Wille Vaters gemacht. Wir sollen auch Wille Gottes machen, so Wille Jesu Christi. Und folgen Paulus, sein Beispiel. Beispiel von Jesus Christus. Von Jesus Christus, wir können so viel aus der Bibel lernen. So viel. So viel. Schauen wir hier, Matthäus 22, Vers 23 zu 33. Da geht es um Diskussion mit Sadduzäer über Auferstehung. Gibt es Auferstehung oder nicht? So, Sadduzäer und Pharisäer, die haben verschiedene Meinungen. Eine haben geglaubt, dass es gibt keine Auferstehung, eine schon. Es geht um diese Antwort, das hat Jesus zu ihnen gesagt, wenn die haben diskutiert. Jesus aber antwortete so im Vers 29, antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt. So, ihr seid falsch. Und wisse die Schrift nicht. Das war schon hart, weißt du, wenn jemand vor dir steht und sagt: Ja, ich kenne Schrift, ich bin Gottes Mensch oder Mann, ja. Und Jesus dann sagt zu solchen: Du weißt deine Schrift nicht, du irrst. Du irrst. Und du kennst noch die Kraft Gottes nicht. So, alles, was diese Person von Jesus hat zu ihm gesagt, Jesus hat alles ins Wasser geschmissen. Was meinst du, wie diese Person hat sich gefühlt? Beleidigt. Beleidigt.
wirklich beleidigt, weil alles, was er steht vor, Jesus hat es zerstört mit einem Satz. Mit einem Satz, Jesus hat es zerstört. Mit einem Satz. Hat er geschwitzt, ob diese Person wird beleidigt? Gar nicht. Gar nicht, absolut nicht. Ein Beispiel gibt es auch in Matthäus 23, so ganze Kapitel. Da könnt ihr so viel über dieses Thema finden. Matthäus 23, liest ihr, wer kann sich nicht erinnern. Aber werde ich ein paar Verse nur vorlesen. So, Jesus da strafpredigt wieder die schriftgelehrten Pharisäer. So in der ganzen Kapitel, es geht um das, dass er sie strafpredigt. So, er lehrt sie. So. Vers 14 beispielsweise. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Gleich die Namen, er ruft gleich die Namen. Jesus hat gleich gesagt, was er meint und was sie sind eigentlich. Die ihr der Witwenhäuser fresset und wendet lange Gebete vor. Darum werdet ihr desto mehr Verdammnis empfangen. Vers 17. Ihr Narren und Blinden. Ich sehe wirklich nicht, dass der Herr nachgedacht, soll ich jetzt Narren sagen oder Blinden? Er hat direkt geschossen. Direkt. Was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Ihr Narren und Blinden, im Vers 19 wieder. Dann im Vers 24, ihr verblendeten Leiter. Vers 33, ihr Schlangen und Otterngezicht. Wow. 37 Vers beispielsweise ist noch härter, wenn ihr liest, Jerusalem, Jerusalem. Du tötest die Propheten und steinigst. Mit anderen Worten, Jesus hat die genannt gleich auf die Stelle, so in Öffentlichkeit, als Mörder. Mörder. Die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Weiter lese ich nicht. Es ist klar, dass Jesus wirklich hatte keine Angst und dass er wirklich sehr mutig war. Und er ist gestanden für Recht, für Wahrheit, für Gottes Wille. Ein Gebot. Und er ist gekommen zu erfüllen das, was zu ihm geboten ist. Und das haben wir gesehen am Kreuze, bis zum Tode. Bis zum Tode am Kreuze. In Johannes 3, 1 bis 10, da ist auch ein Beispiel. Und das Text jetzt möge ich so gern, weil steht, ihr müsstet vom Neu geboren werden. Ihr müsstet vom Neu geboren werden. Werde ich nicht alles lesen, wir wissen schon, um was es geht. Jesus versucht zu erklären, dass man muss vom neu geboren werden, wenn man will in Reich Gottes kommen. Aber mir geht es hier nur um einen Satz. Ich werde lesen vom Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet vom Neu geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Und Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag solches zugehen? So, er hat wirklich nicht viel Interesse gehabt, was genau Jesus spricht, sondern er hat nicht verstanden, so, das war ihm so eigentlich nicht so viel interessant. Ich habe das Gefühl, dass er hat das gar nicht kapiert, was Jesus hat ihm gesagt. Und Jesus antwortete zu ihm und sprach, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Mit anderen Wörtern, bist du dumm? Bist du dumm? So, Narren, blind. Bist du dumm, du Narr? Du bist Meister in Israel, du weißt das nicht. Warum wissen die das nicht? Weil die haben Gottes Gebote ersetzt mit eigenen Traditionen und Aufsätzen. Weil die hat mehr interessiert, was haben die Ältesten gelernt und nicht, was Gottes Wille eigentlich war. Und das ist in der Welt heute offensichtlich zu sehen. So wie es war in Jesu Zeit, Leute, heute ist nichts anders. Und was haben die Menschen gelernt von den Geschichten? Dass die Menschen haben nichts von den Geschichten gelernt. Amen. Es ändert sich nicht, es bleibt alles dasselbe. Dasselbe bleibt. Und dann habe ich kapiert, genau die Geschichte
was in Bibel sind geschrieben über Jesus und über sein Predigt und über seine Lehre, kannst du deutlich heute auch so applizieren in dein Leben, wenn du predigst, wenn du zeugst, wenn du lehrst. Weil nichts hat sich geändert, die Menschen sind gleich geblieben. Eigentlich schlimmer, aber gleich. Gleich. Narren, Blinden, Heuchler. Matthäus 21, Kapitel von 12 bis 17. Christus wieder tat es und verspottet gierige, selbstgerechte und intellekte Sünder. Und dieser Text hier ist am meisten kritisiert, weil Jesus hier hat was im Tempel Gottes gemacht. Und Jesus ging zum Tempel Gottes hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß um die Wechsler, Tische und die Stühle der Taubenkrämer. So, der ist reingekommen, hat alle rausgeschmissen. Er war wahrscheinlich schon wütend. Und wenn wir wütend, er war gerecht wütend. Weil was haben die gemacht vom Gottes Tempel, vom Gottes Haus? Und es ist gerecht. Und ich sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht. Ich habe auch erstes Mal, wo ich habe das Text gelesen in meinem Leben, ich habe gedacht, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu aggressiv, was weiß ich. Und wie gesagt, das ist genau das Text, wo Jesus wird oft kritisiert, dass er war zu aggressiv, er hat nicht Liebe hier gezeigt. Die sind Heuchler, was kritisieren die Bibel. Sie kennen das Schrift nicht. Die nehmen nur ein Vers aus der Bibel und kritisieren das ganze Leben, das ein Vers. Und sie haben die ganze Bibel nicht gelesen. Sie verstehen die Bibel nicht. Die verstehen diesen Text nicht. Mir macht es jetzt klar. Und ich habe Mitgefühl zu Jesus, weil ich glaube auch, dass ich bin, beispielsweise, ich stelle mir das im Kopf so vor, dass ich war Jesus, würde ich genauso machen. Natürlich mit der Wut hat er vielleicht gemacht. Aber gerechte Wut. Und es ging zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Da aber die hohen Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, würden sie entrüstet. Und sprach zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Wieder er attackiert sie, weil sie sind die Schriftgelehrte, sie wissen das Schrift. Und er sagt ihnen, habt ihr nicht nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob zugerichtet? Ja, wieder attackiert sie. So, das ist wie Tischtennis. Die schlägen härter, Jesus schlägt noch härter. Amen. Amen. Und wie hart? So, dass die werden auf ihre Hinten runterfallen. Hat ja geschwitzt, ob die werden beleidigt? Absolut nicht, Leute. Absolut nicht. Was ich hier sehe, ist absolute gerechte Mut von unserer Herrn. Und er ließ sie da und ging zur Stadt hinaus und Bethanien und blieb das selbst. Wenn ich habe was gelesen in der Bibel und was gelernt von unserem Herrn, wir können lesen beispielsweise in Römer 12, 9, nur B-Teil von diesem Vers, hasse das Arge, so das, was schlecht ist, was ist nicht gut, und was ist nicht gut, das Sünde. Und das ist eigentlich das, was der Herr hasset. Und hange den Guten an. Amen. Wenn ich habe was in Bibel gelernt, vom Bibel gelernt, von unserem Vater im Himmel, ist, liebe alles, was er liebt, und hasse alles, was er hasst. Amen. Wenn er hasset die Sünde, hasse du auch Sünde. Wenn er liebt Gutes, Gerechtes und Mut, sei mütig, sei gerecht, sei Wahrheit. Und das kann man beim Jesus in seinem Beispiel sehen. Er hat alles geliebt, was hat Vater geliebt. Er hat alles gehasst, was Vater hat gehasst. Meint ihr, wenn er hat das alles im Tempel, alle ausgetrieben und alles geworfen, dasselbe würde der Herr Gott selber machen. Aber Jesus war in dem Moment auf die Erde, er hat das gemacht. Weil Jesus hat gesagt, ich und mein Vater, wir sind eins. Amen. Und wenn die eins sind, dann natürlich, Jesus hat das gemacht, weil er hat gewusst, was Vaters Wille ist. Und das war nicht die Vaters Wille, was die haben gemacht. Mit ihrer Tradition, mit ihrer Mördergrube, mit ihren Gebote, mit Aufsätzen, was alles die haben gemacht. Sehr gut. Und natürlich, da haben sich auch wieder die Pharisäer beleidigt gefühlt. Amen.
beleidigt und die haben sich geärgert und wie immer nicht einmal, es gab so viele Beispiele, dass sie haben gesucht, die Steine, dass die können Jesus steinigen. Warum? Weil Jesus war zu direkt, zu hart. Nein. Wenn du das liest, immer und wieder, du wirst einfach sehen, eigentlich wie er halt das einfach. Einfach. Die stellen ihm Frage, er gibt die Frage zurück. So wie mit dieser Münze. Beispiel. Das ist auch ein gutes Beispiel. Weil die haben immer versucht, irgendwie zu heiß stellen, dass sie können ihn verhaften. Er hat das nie zugegeben. Und Matthäus 21, vom 33 und 46 gibt es auch ein gutes Beispiel. Aber ich weiß nicht, Zeit wegen werde ich das überspringen, aber es geht um das, das ich wollte erwähnen, Hebräer 4 und 12. Hebräer 4, 12. Vers. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das war Wort, was Jesus hat gesprochen, was er hat gelehrt, was er hat gepredigt. Das ist genau passiert. Er hat Schwert genommen und hat in ihren Herzen so tief reingedrückt. Ohne Zweifel, ohne Angst, sogar Mut, mutig hat er das gemacht. Aber natürlich, wenn du manche Sachen siehst du nicht immer, wenn du liest Bibel, aber so mehr du liest, der Herr wird dir mehr offenbaren, mehr zeigen. Und natürlich, wir dürfen nicht, um Gottes Willen, nicht jetzt Hippe-Dispensalisten werden und jetzt sagen, okay, wenn das so, Robert, ist, wie du sagst, dann gehen wir jetzt in ein islamisches Land, uns 12 und machen wir dort jetzt Straßeneinsatz. Das geht nicht, wir müssen nach klug machen. Das geht nicht, aber wir wissen schon, wenn wir 12 kommen jetzt in beispielsweise Irak, wir werden sterben auf die Stelle. Weil du bist im Ausland, da wirst du sicher sterben, da wirst du nicht freiwillig predigen können. Es gibt immer für alles Zeit. Für immer Zeit. Manchmal wird es günstig, manchmal ungünstig. Der Herr wird dir Zeit geben, wenn du ihm betest, er wird dir Zeit geben. Und er wird dir immer jemanden schicken, der muss das Wort Gottes hören. Ob das wird Einzelperson oder Gruppe, weil bitte Leute, wer hat Bibel gelesen? Wir wissen schon, dass der Herr ist nicht aufgestanden mit der 12 Jünger, hat gesagt, jetzt gehen wir dort und dort und machen wir große Rebellion. Das hat er nicht gemacht. Er ist nicht gegangen gegen römische Kaiser oder Soldaten ins Krieg gegangen, was weiß ich. Nein, versteht mir nicht falsch. Aber wenn er hat gepredigt und gezeugt und gelehrt, dann war der mutig. Dann war der direkt. Und er hat nicht geschwitzt und jemand wird beleidigt oder nicht. Er ist nicht gegangen rundherum außerhalb jüdischer Gebiet große Rebellion zu führen. Nein. Nein. Das machen wir auch heute nicht. Wir müssen auch klug sein. Wir können auch nicht jetzt, sag mal, zu mutig sein, eigentlich dumm und das jetzt, wie sagen, wie ich habe gesagt, ihr, uns 12, wir gehen jetzt nach Iran, Irak und wir werden dort predigen zu Muslimen. Das geht nicht, weil wir wissen schon, oder in Mekka. Versteht ihr, was ich meine? Das ist dumm. Das ist reine Dummheit. Aber gut. Das ist Wort Gottes. Lebendig und kräftig. Amen. Und das hat sie gestört. Weil das Wort hat sie immer ins Herz getroffen. So, in Johannes 8, jetzt wird es interessant, 43, 56. Hier Jesus behauptet, dass er sei Gott und nennt sie alle Kinder des Satans. Das ist schon hart. Warum kennt ihr denn meine Sprache nicht? Denn ihr könnt ja mein Wort nicht hören. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Das ist das letzte Vers, was habe ich vor ein paar Tagen zu Jehovas Zeugen gesagt. Das letzte. Nach 1. Timotheus 2, 12. Wo die zwei Frauen sind weggelaufen und ich wollte nicht schuldig bleiben. Keine Ahnung, ich habe
einfach gesagt, ihr seid von eurer Vater, dem Teufel. Amen. Weil sie lügen, sie haben, wie ich habe euch gezeigt, falsche Bibel, falsche Jesus, falsche Gott, falsche Evangelium, falsches Geist, die haben alles Falsches. Die haben nichts zum Suchen in meinem Garten, entweder in meinem Haus. Ich habe euch ausgezeigt, dass solche haben gar nichts zu tun in deinem Haus. Die sind vom Teufels Kinder. Warum willst du Teufels Kinder reinlassen? Willst du nicht, sollst du nicht, darfst du nicht. Amen. Und er hier so, er behauptet, dass er Gott ist. Und er, ihr seid vom Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist der Mörder vom Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn in Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen. Der er ist ein Lügner und ein Vater desselben. Amen. So wie seine Kinder. Aber mir geht es um das, dass Jesus hat zu ihnen gesagt, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Das ist hart. Viele werden das, wisst ihr, wir werden heute das Menschen bezeichnen als Hassrede. Machen die das auch? Ja. Die Kritiker gegen die Bibel und gegen Jesus Christus, die nennen das Hassrede. Das ist Hassrede. Das kann nicht sein. Gott ist Liebe, er liebt alle. Ich sehe nicht, dass er liebt alle. Nicht die Lügner, nicht die Feiglinge, nicht die Sünder. Da sind genau die Schriftgelehrte, was kennen Schrift nicht, sind nicht vom Neugeboren. Das sind die Kinder Satans, Lügner. Das ist die reine Hassrede für sie heute. Jesus war sehr direkt, einfach direkt mutig. So wie wir speziell Männer sollen sein. Direkt. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Du bist gekommen, Gottes Wille zum Machen. Zum Durchführen, das, was zu dir geboten ist. Und Johannes 12, 49 und 50. Denn ich habe nicht von mir selbst geredet, spricht der Jesus Christus, unser Herr, sondern der Vater, der mich gesandt hat. So, Vater hat ihn gesandt. So, Jesus, wie Jesus schickt uns. So, dann stell fest, dass du, und stell sicher eigentlich, dass du machst das, was Vaters Wille ist. Sag einfach direkt. Schaue nicht, ob jemand wird beleidigt oder wird sich ärgern, weil du hast ihm Wahrheit gesagt. Du hast nicht gelogen. Ist es jetzt deine Familie? Mitglied oder ist dieser Ex-Freund, Ex-Nachbar oder aktueller Nachbar oder Arbeitskollege, sei ernst und sag Wahrheit, so wie Jesus hat gemacht, ohne Angst. Amen. Der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Wir haben auch bekommen, was wir tun und reden soll. Wir haben es bekommen. Haben wir nicht? Doch. Und ich weiß, dass sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich also, wie mir der Vater gesagt hat. So, wenn wir predigen das, was zu uns Bibel sagt. Gottes Wort. Jesus Christus. Johannes 14, 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Wörter, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut die Werke. So wie unsere Werke machen wir nicht, sondern der Jesus Christus, was in uns ist. Weil ohne Jesus Christus, wir können nichts machen. Und das wissen wir. Und das hat sie sehr geärgert, wenn Jesus hat direkt gesagt mit seinen Worten, dass eigentlich er Gott ist. Vor Abraham war, ich bin's. Was haben die gemacht? Die waren gleich beleidigt, haben sich gleich geärgert, haben Steine gesucht und wollten Jesus steinigen. Und das war nicht die eine Beispiel, es gibt viele Beispiele, wo Jesus hat zu denen gesagt, dass er sei Gott. Johannes 8, 26, ich habe viel von euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig und was ich von ihm gehört habe, das rede ich vor der Welt. Johannes 5, 30, ich kann nichts von mir selbst tun, wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist recht,
Denn ich suche nicht meine Willen, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat. Amen. So, alles, was Jesus hat gemacht, so wie er hat gepredigt und gelehrt, er hat gemacht, weil Vater hat ihm gesandt. Und hat ihm gesagt, hat ihm geboten, hat ihm gesagt, das muss geschehen sein. Johannes 14, 31, aber auf dass die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und ich also tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf und lasset uns von ihnen gehen. Lese ich noch Johannes 6, 38, 40. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meine Willen tue, sondern der Willen des, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich aufwerke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille des, der mir gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das ist genau seine Wille, dass wir sollen gehen und sagen, dass diese verlorenen Hunde können ewige Leben erhalten durch das Evangelium, durch das Blutlamme Jesus. Das ist unser, das ist Gottes Wille, das wir machen. Das sollen wir tun und reden. Amen. Matthäus 3, 17. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Genau der Jesu Christi, was ganze Welt hasst und sagt, dass er hat nichts anderes als Hassrede. Und Gott selbst sagt: Das ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Ich sage Amen. Amen. Und dasselbe können wir finden in Matthäus 12, 18. Matthäus 17, 5. 2. Petrus 1, 17. Lukas 9, 35. Lukas 3, 22. Markus 9, 7. Es gibt so viele Beispiele, wo Gott selbst hat gesagt, dass er ist zufrieden und dass das ist sein lieber Sohn, an welchem er wohlgefallen ist. Amen. Nach dieser alle Hassreden und was weiß ich. So wie der Welt das kritisiert. Die können kritisieren, wie die wollen. Es ist wichtig, wie du schaust aus in Gottes Augen. So wie der Gott sieht dich. 1. Johannes 2, 6. Wer das sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt hat. Wir sollen wie Jesus wandeln. Direkt, mutig. Mutig. In 1. Petrus 2, 21. Denn dazu seid ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Wir sollen Jesus nachfolgen. Seid direkt, du musst nicht schwitzen, ob jemand wird beleidigt oder wird sich ärgern. Natürlich, es wird immer jemand beleidigt werden. Wie oft warst du in deinem Leben beleidigt? Als neugeborener Christ oder nicht neugeborener Christ, wenn du hast Wahrheit über dich selbst gehört oder erfahren. Kennt ihr das? Ich kenne selber schon. Ich kenne das selber schon. 1. Korinther 11, 1 spricht der Paulus: Seid meine Nachfolger gleich wie ich Christi. So Jesus, Paulus hat auch Christus nachgefolgt, auch bis zum seine Tode. Bis er gestorben ist. Und er mit Freude hat sein Leben gelegt für Jesus Christus. Und Jesus Christus dafür hat gesagt, es gibt keine größere Liebe, als dass Freund legt sein Leben für Freund. Römer 12, 1 und 2. Da, wo ich habe das vorbereitet, eigentlich, ich wollte noch viel mehr, aber ich konnte nicht, weil ich bin begrenzt und hoffentlich, ich bin nicht außerhalb dreiviertel Stunden, weil bald werden wir fertig machen. Jetzt, zum Schluss habe ich dann noch Verbindung gefunden, weil steht hier Römer 12, 1, 2. Das Vers haben wir so oft gelesen, aber es gibt so viele Beispiele oder Lehre, wo du kannst das im Einsatz bringen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer. So wie Jesus Christus hat seinen Leib gegeben als Opfer. Dass der lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei.
Welches sei euer vernünftiger Gottesdienst? Jesus hat sein Leben gegeben, sein Leib gegeben, und das war sein Dienst. Das ist unser Dienst auch. Zweiter Vers. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches das sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gottes Wille. Amen. Amen. Das ist genau das, was hat Jesus gemacht. Sehr gut. Das ist genau das, was Jesus hat gemacht mit seiner Predigt, mit seiner Lehre. Ohne Zweifel und ohne, dass er hat geschwitzt, ob jemand wird beleidigt oder wird sich ärgern. So sollen wir auch sein. Speziell Männer. So, und damit werden wir die Lehrstunde beenden. Wir können dann Pause machen und danach macht der Bruder Sascha noch Predigt. Muss ich hier was